ganz aufgeregt. Das ist mal ein Kürbis finden, wo eine Zutat drin steht. Korrekt? Korrekt. Machen wir Pizza im Kessel zu selbstgebackenen. Oh, geil. Pizza hat der Pizza hat. Kentucky Fried Chicken hat der Pizza hat. Wir gehen da blind rein, okay. Wie bist du denn sonst reingehen? Also wenn ich ein Kürbis wäre, wäre ich im Keller. Glaube ich auch, tatsächlich. Nö, ist nichts. Ich wäre definitiv im Haus. Weil draußen ist es kalt. Wir haben auf jeden Fall die Affenhand. Wünschst du was? Nein. No. Nein. Nein. Ey! Ich bin da unten und in der Garage so frei. Erstmal Pupsen, jetzt schon eingesperrt. Ist so frech. Oh, was Knochiges. Käse Stinkefuß. Kann der Kürbis auch in den Schränken drin sein? Ja, das denke ich mal auch, dass der auch in den Schränken drin sein kann. Weil die Ostereier waren mal letzten lästig, wo die hinter der Tür waren. So auf den Brettern versteckt, auf den Fensterbrettern, das war behindert. Die Frage ist, wie groß kann der sein? Nein, ich würde klein schätzen. Nicht, dass man für den studieren muss, um den zu finden. Ah, ich hab ihn gefunden. Wo ist er? Wo? Wo im blauen Zimmer? Ganz hinten hier. Darf ich kommen? Moment, bitte warten Sie. Bitte stopp, halt. Alles klar, mein Schätzelein. Blau? Oh, vorsichtig. Also, er jetzt grün. Hier. Und wo? Hier. Ah! Oh, ich hänge hier. Mein Charakter ist. So. Oh, hallo. Er ist gerade irgendwo was geworfen, ne? Das ist in der Küche. Fäulnis des Todes dreimal, notiert sich das bitte jemand? Ich hab hier nichts zum Schreiben. Ich hab einen Stift, aber ich hab keinen Zettel. Na gut. Bitte. Ich hab hier unten hab ich so einen Notizblock. Fäulnis des Todes dreimal. Ich würde sagen, der ist hier beim Klavier. Ja, musst du gucken, er hat da irgendwo was geworfen. Ich hab Glas gehört, deswegen. Ah, hier im Wohnzimmer liegt ein Tesla in unten. Ach, dann war der hier. Okay. Ich hab hier auch Gefrierpups. Gefrierpups? Also jetzt auf Gefrieratem ist wesentlich nicht, aber halt so dieser Atem schon mal. Also, aber das Minusgrad sind Wasserschnisch. Also Wasserschnisch. EMF5. Oh. Wir nehmen alle einmal Drohkost. Nö. Wir sehen auch hier die Sanity. Ja, aber wir nehmen trotzdem. Wir sind bei 50%. Du Sucht, die du. Na klar. Bist du jung? Bist du alt? Wo bist du? Was willst du? Wer bist denn, Duden? Mit der keine Box oder weil zu viel da sind? Aha. Oh, Finger. Hier ist der Fußmeister. Der ist aber ganz schön fickerig. Was wirft denn der die ganze Zeit? Die Tasse hier wirft er, hat er schon ein paar Mal geworfen. Ich glaube, der will Tee oder so oder Kaffee, je nachdem. Wer bist du? Was willst du? Ah, wieder muten. Hier? Bist du komisch? Bist du doof? Magst du Halloween? Hallo, wo bist du? Was willst du? frag dir mal, ob das ein Pupsnase im nächsten ist. Bist du eine Pupsnase? Nö. Box kann es ja gar nicht mehr sein bei UV und EMF5. Nice.
top, dass wir das gemacht haben. Finde ich gut. Finde ich gut. Sehr schön, sehe ich genauso. Ja, muss ja auch mal gemacht werden, ne? Das ist ja sonst doof. Ja. Schreib ins Buch. Die Dots, die gehen mir so auf die Ketten. Die sind so scheiße. Ist ja gut, ich mache ja Level 2 rein das nächste Mal. Limo so der Einzige, der sich über diese Dots freut. Ich find's halt irgendwie cool, das Design so. Alter. Ja, das Design, aber dieses Hin- und Hergewickel, das... Ja, wenn der vielleicht gerade mal links rumwieselt und die Dots sind gerade rechts, ich meine, dann siehst du den ja nie. Müssen auch gucken wegen Opake. Alles. Ja gut, wir haben da E-Profi, oder? Wir kriegen da E3-Beweise. Ja, ja. Ja, ja. Für Opake bräuchten wir ein Orb. Da ist aber nichts Orb. Oder du siehst sie nicht wegen den ganzen Dots. Nee, ich habe vorher schon keinen gesehen, wo ich geguckt hatte. Ryan und sie ins Book. Ich sehe auch keinen Dot liegen. Ich glaube ja fast, wir kriegen ein Buch irgendwann. Oder Gefrier, ja, aber man weiß ja nie. Ich finde, Gefrier dauert ja auch mal 3 Lichtjahre, bis es kommt. Mhm. Hast du bloß einen Dotz mit oder hast du zwei mit? Der eine hängt an der Wand, der andere. Rechts von dir. Oh. Wo ist der andere? Am Boden. Oben. Da oben. Oben, ja. Beide drin, deswegen ist da so eine Party. Aber, ach guck mal, man kriegt ja kein Bild mehr von außen. Wenn du hier stehst, dann steht da CCTV. Ja, ja. Habe ich eben auch gesehen. Cool. Dachte eben am Anfang, mein Spiel ist kaputt, aber. Das muss so. Kein Internet. Klopf, klopf. Alter, dreimal geklopft, das Fenster. Klopf zurück. Bestimmt Bloody Mary. Bloody Mary? Ich hab schon viermal geklopft. Hintereinander. Okay. Dum, dum, dum. Tok, tok, tok. Klopf ans Fenster. Klopf ans Fenster. Das die Geräuschkulisse von diesen Dots ist der Hammer. Oh ja, die gehen voll auf die Ketten. Klopf ans Fenster, klopf ans Fenster, klopf ans Fenster, klopf ans Fenster. Gut gefixt. Kannst du fotografieren? Eins Feigen. Na, aber nicht sein, was können wir denn haben? War Garage Sprint. Ich weiß ja nicht, war das jetzt ein Dotz oder war das jetzt ein Schatten von euch? Hinten am Fernseher. Das sah richtig komisch aus. Das weiß ich auch nicht, ob das ein Schatten von euch war oder Dotz waren. Aber Dotz müsstest du ja eine komplette Figur sehen eigentlich. Ja, ja, das sah ja aus wie eine Figur, aber das war halt ganz hinten da, wo der Fernseher ist, ganz dunkel.
Das halt nur. Kacke, ich würde schon Foto machen. Und wie der Fernseher zählt nicht. Als Interaktion. Du darfst nicht den Fernseher, du musst die Fernbedienung knipsen. Ich hab mal den Clip angeguckt, also für mich war das keine Dutz. Okay, Meisterin. Also ich kann mich auch täuschen, aber sah nicht so aus. Wo haben wir denn überhaupt Verstecke gehabt? Ich bin in der Garage im Spind, ich bin Meiling. Luni, 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 Luni. Die macht aber auch nichts, ne? Nö, die ist kaputt. Wieso? Mm-mm, heute nicht. Halloween Event? Ne, keine Lust. Nee, keine Lust. Warum soll man denn da arbeiten? An sich steht auch in dem Event drin, dass man einfach nur, dass die Zutaten holen soll und nach Hause fahren soll direkt. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Cash machen, ne? Also. Ich geh auch nicht ins Haus und such nur die Zutat. Also, das ist ja Quatsch. Lass mal ein Foto frei für den Geist. Ah. Oh, Fotos sind schon voll. Ja. Käsefuß? Weil das zählt als Interaktion. Ach, die sind schon lange voll. Nee, das zählt als Interaktion. Normalerweise zählt das als verbranntes Kruzifix. Wenn du es direkt fotografierst. Also, wenn er eine Animation ist, dann zählt es als Dings noch. Okay, die ist wirklich schickerisch. Jetzt gucke ich. Ich hock drin, ich höre ihr zu. Wenn sie hantet. Oder auch nicht. You never know. Ich bleib mal draußen wegen Dots. Mal gucken. Pups in ihren Wind. So. Ja, also gefriert kriegen wir, glaube ich, überhaupt nicht. Ich gucke hier seit 10 Minuten. War halt auch keine Dots, aber auch kein Ibu. Gar nichts. Nee, irgendwie. Er huntet, oder? Ja, aber die ist leise. Ja, deswegen. Kurz mal. Warte, die huntet mich jetzt. Ich finde sie leise. Ich finde sie irgendwie sehr leise. Ich hätte eigentlich gehofft, dass sie zu mir in die Richtung kommt, weil ich die Taschenlampe anhabe. Ich höre ja mein Ling dann erst, wenn die Taschenlampe flackert. Gucken. Also sie kommt runter zu mir. Come to me. Wow, vorbei. Bin mir so sicher, hat die ins Buch geschrieben oder hat die das umgeworfen? Bisher hat kein Urb. Beide Bücher leer. Okay, sah gerade so aus, als ob die da unten an dem Buch was gemacht hat. Sie hat aber auch wirklich keine Dots, keine Urbs, gar nichts. Also ich gehe halt trotzdem aufs Buch. Nur die ist einfach, weiß ich nicht, Legasthenikerin oder so. Marsha Winter. Leseschreibeschwäche. Kann ja sein. Kenn jemanden, der hat das auch. Dafür muss man sich nicht schämen. Ist halt als Geist ein bisschen unpraktisch. Du dich verständigen willst und keiner hört dir zu. Also ich gehe auf Meiling. Mühling? Mühling? Mühling, Mühling? Molling, 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 Molling. Ram-a-lam. Ding-dong. Mein Gott, das macht aber ganz schön viel kaputt da drin, du. Ich habe mir auch schon gefragt, so, warum ist sie so leise, so? Die Tür geht nicht zu, ich so, Ja, wenn nicht, dann fahren wir einfach mit Meiling und dann. Ja. Ich meine, wir haben ja eigentlich alles. Buch ist voll Aufgabenhammer. Ich bin aber irgendwie da überlegen, mit Dorio zu fahren, dass es einfach verpackter Dots ist. Das ist ein Dots. Nein, das war ein Event. Ach so. Oh. Ich hab die da gerade langlatschen sehen, da dachte ich, das ist ein Dots.
Aber es ist doch doof, dass man die mit dem Event durch die Dot sieht. Das ist doch scheiße. Mal willst du da wissen, was es ist? Sieht mal dort so ein bisschen anders. Also ich hab Mühling. Let's go. Jo. Ja, da eingetragen? Mhm. Es sind doch Dots. Es sind Dots, ja. Jetzt ist links jemand am Fenster lang gelaufen. Ja, und ich stehe hier, es ist ein Gorio. Ja, aber du müsstest ihn ja drinnen auch, also der hätte ja vorhin auch schon laufen können, wenn einer drin gewesen wäre eigentlich. Naja, jetzt ist aber links gerade jemand gerannt. Da muss man nochmal rein. Ja, guck mal. Ja, jetzt sehe ich es auch, ja, aber... Also okay. Doch, was ich anscheinend hinten an der Wand gesehen habe, vielleicht sollen das doch Dots gewesen sein. Also in dem Clip, den ich eben hatte, das war so ein Schatten. Ja, das meinte ich aber. Vielleicht, weil halt wirklich der Dot nicht richtig dorthin geleuchtet hat, dass das halt bloß wie so ein... Keine Ahnung. Wenn wir Dots kriegen, kann es doch auch kein anderer Dings mehr sein. Nee, kann es ja auch nicht, aber es ist total komisch. Hm. Man hätte ja schon 30 Mal drin dotteln können. Ich war ja ganz am Anfang die ganze Zeit in den Dots gestanden. Hm. Vielleicht haben sie die wieder geändert, dass dann nur dort zeigt, wenn niemand da ist. Das ist auch schon wieder doof. Ganz komisch alles. Welcome back. Aber der war trotzdem sehr leise, also mal davon ganz abgesehen. Oh Mann, ist das dumm. Aber war das nicht mal irgendwas? Genau, man durfte doch bei dem einen Event nicht sterben. Sonst hat es doch auch nicht gezählt. War das Weihnachten oder war das letztes Jahr Halloween? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war Halloween. Wir haben den Spiegel und er ist unten. Und er ist am selben Spot, okay. Der Kürbis? Mhm. Musst du die Karte einsammeln oder? Du musst sie einfach nur in die Hand nehmen wahrscheinlich. Also ich habe sie nur angefasst und wieder hingeworfen. Kann ja nichts einsammeln, hier ist nichts. Limo, hast du die Karte mitgenommen? Ja. Du musst die David da lassen. Achso. Limo, geil. David, David kriegt nix. Oh ja, hier. Mhm. Alles klar, schon Doreen, danke, dass du da warst. Ja, dann können wir ja gehen, dann müsste es jetzt ja eigentlich geklappt haben. Wir haben es angeguckt. Ja, ich stand ja dran, man soll einfach nur gucken und dann abfahren. Ja. Also fahren wir jetzt ab. Ich glaube, wir haben ein Revenantes. So. Im Zweifelsfall immer ein Handtuch. Oh, ist schnell! Er ist schnell, ist ein Handtuch. Siehst du, im Zweifel immer ein Handtuch. Nee, der ist immer noch schnell, der ist nicht im Raum. Moroi? Weil ich Thai. Thai ist es dann. Das ist eine Thai, ja. Ich hab hier kein Versteck, ich. Bitte komm nicht runter. Ah, hat aufgehört. Cool. Eine Taille. Ich hoffe, das zählt jetzt, dass man die bloß anguckt. Also laut Ding am Anfang hast du ja vorgelesen. Du sollst einfach nur das Rezept suchen und oder halt das Ding suchen und dann abfahren direkt. Da stand nie was drin mit Geist finden. Und bei den anderen stand ja immer dabei, dass du die Plätzchen sammeln musst und dann noch das hinstellen musst und der muss es essen und so. Also eigentlich müsste dir jetzt einen Haken haben. Ja, cool, wir haben Thai ohne Beweis gefunden. Feuerlicht habe ich jetzt. Sind wir krass oder sind wir krass? Beides. Tanglewood. Gibt doch noch gar keinen Post dazu, wo die Dinger sein können. Ist noch too fresh. Sonst müssen wir es halt nächste Woche Dienstag zu Ende spielen, weil am Halloween selber wird es ja noch da sein. Jo.
Wäre komisch, wenn nicht. Ein Halloween-Event, was vor Halloween aufhört. Wär geil. Oh, Limo wird einen sehr harten kriegen. Wie viel Uhr? Ich höre schon, wie Limo seine Erregung wächst. Seine Erektion. Wie kannst du sowas hören? Kannst du mal sehen. Ich habe eine Wirbelsäule gefunden. Oh, ich habe einen Strom gefunden. Und er hat eine Tür angefummelt. Ich glaube, die Tür... Oh, ich habe den Kürbis auf jeden Fall gefunden. Der ist hier okay. In der Küche unter der blauen Bank. Okay, im Keller Schlüssel, unten ist... Schlüssel des Grinsens einmal. Was auch immer Schlüssel des Grinsens ist, Alter. Karte liegt da. Im Keller ist ein Versteck, unten hinten die Holzbretter. Weißt du, wo der auch rumgefingert hat? Nö, nicht mehr, kann man nicht mehr entdecken. Na gut, vielleicht schon die Schranktür. Wenn die so halb offen steht und eine ganz offen. Habt ihr die Karte schon angeklickt? Ja. Achso, wo? Hier. Alter. Mhm. Gut. Schlüssel des Grinsens. Gib uns ein Zeichen! Ach so, vorhin ist das Todesschlüssel des Grinsens. Oh Gott. Das ist ein Reim wahrscheinlich. Das ist was ganz Wildes. Oh, Level 2 Dots! Mhm. Toll! Limo ist der Beste. Leimerin. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Hier hat er jetzt was geschmissen. Also hier im Raum. EMF-Zimmer. EMF-5. Wo die Spieluhr drin ist. Der EMF-5, mein Gott. EMF-5. Oh, David, EMF-5. Ups, Nasi, EMF-5. Okay, Box. Bild, Gespenst. Gespenst kann man direkt testen. Buch, ich hör's gerade, wow. Der hat richtig Bock, der Geist. Spirit. Mal noch für Aufgaben. Verwenden den Kruzi und Feuerlicht. Ich bring Feuerlicht. Hab ich schon. Ach so. Hat er schon. Ich bring noch ein Feuerlicht. Und eins ist ausgegangen. Nee. Und das tote Brot auch noch. Mein Gott. Der ist aber hier sehr mittel. Oh, das sind aber richtig geile Dinger jetzt. Oh, wow. Ja, wow. Beautiful. Ist anders. Das ist schön. Sieht gut aus. Mein Gott. Wildes. Oh, okay, Außenglas hat er auch. Geil. Guck mal, er macht die Tür fast ganz zu. Ja. Ich muss auch bloß ein Kruzifix, der einzige. Dann haben wir alles. Durchsalz ist er auch. Mein Gott. Was ein Süßi. Limo hat alle Pillen genommen. Ach, er will die Spieluhr spielen wahrscheinlich. Unser kleiner Chunky hier. Ist so. Chunky. Na dann, gucken wir mal Limo zu, wie der jetzt hier gemütlich im Raum schuppert. Hm.
würde es mal jetzt ausprobieren mit dem Salz. Weil jetzt ist es ja kein Dämon, sondern ein Spirit. Ich habe die Kamera im Dings platziert schon, ne? Also ihr könnt wechseln. Zur Garage muss ich wechseln. Ach, jetzt sieht man. Nee, da sind wir ziemlich scheiße dunkel. Man sieht fast nichts. Achso, ja, mach ich gleich. Ich mach gleich das Licht an. Brauch nur mehr Räucherstick und Salz. Jetzt sollte man was sehen. Jo. Wir sehen ein Limo in seiner freien Wildbahn. Scheiße. Ruft sie an. Ich glaube, hier müsstet ihr es eigentlich ganz gut erkennen. Naja, Salz erkennt man nicht. Ne, aber wie sie gleich langsam gehen wird. Ah, was machst du in dem Event hier? Ich seh nix. Wir auch nicht. Ah, das ist das Scheißkind. Mach die einfach hier Invent. Oh mein Gott, wie langsam sie ist. Abfahrt. Abfahrt. Ganz was Schweres. Upswäckchen! Geisterstunde in der im Wohnzimmer versteckt. Halloween, vorne Spinde frei im Garage, hinten Spinde nicht frei. Das sind sie auch nicht frei. Rumus in Kellos. Okay, im Kellos auch noch Versteck. Okay, hier unten ist auch der Kürbis. Oh, ich habe hier oben ein EMF3. In der Küche, er wirft was. Ich komme gleich für den Kürbis. Also in die Küche, der Essbereich. Tee des Froschs einmal. Wo? Hier? Tee des Froschs einmal. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist Limo? Ich bin hier drin. Keller unten ist die Karte, wenn du runterkommst, links rum. Ich bring's die Limo mit. Richtig gut schon hier. Hier. Ja, sogar okay. Mit dieser kleinen Voodoo-Puppe. Voll süß, ja. Er hat schon wieder was gewerft.
Aber das ist eine böse Voodoo-Puppe, die ist gar nicht freundlich. Ich finde die nett. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Hinten in den kleinen Umzugsraum, hinterm Bad ist auch ein Versteck. Was ist denn heute los? Knochen hab ich. So, Limo, du wirst heute glücklich und zufrieden ins Bett gehen. Ui, wieder die Spur. Ja. Mein Gott. Guck mal, gestern so fast gar nicht und jetzt heute einfach gefühlt jede Map. Die Fassbuch-Götter haben mich erhört. Die haben sich erhört. Gib's doch zu, du hast in der Film Mimimi-Ticket geschrieben. Wie macht's? Hier ist so warm. Oder ist der umgezogen schon? Ich weiß nicht, vielleicht muss er ja mal kacken. Wirklich? Ich hab hier noch. Ah, jetzt ist 2 Grad, okay. Du hast doch die Zutaten aufgeschrieben, ne? Also dieses ja. Mal 1. Mhm, hab ich auch immer. Geil. Bist du jung? Ich mach das schon. Bist du halt? Jetzt 3-mal Fäulnis des Todes, 1-mal Schüssel des Grauens und 1-mal C des Froschs. Warum C des Frosch? War C, ne? Oder was war das? C. C. Ja. Weil Echt? Frösche ja immer Pech geben, glaube ich. Sagt man ja mal. Frösche sind ja bei Hexen meistens. Ich mag weil die in Sümpfe leben. Bist du jung? Quack, quack. An elderly quack. Was willst du? Quack, quack. Ich meine dich nicht, ich meine diesen Volltrottel da am Radio. Wie geht's dir? Haben wir Box? Ja. Wo bist du? Quack, quack. Sag mal Quack, quack. Vielleicht will er Quack, quack. So. David, nehmen Sie bitte Drogen. Doch. Was zahlst du denn? Nichts. Das ist doch so viel. Ja. Cool. Geil, oder? Das ist doch ein Deal. Mit so viel kann ich ja gar nicht umgehen. Es passiert sehr viel da vor Ort, finde ich. Du wärmst schon mal Box, das reicht ja. Ja, eigentlich schon, stimmt wohl. Ja, oder schon, das auch wir können gehen. Ja, eigentlich. Brauchen eh nur die Rezeptkarten, also. Ja. Zeig dich mal, wo bist denn du? Eben hat er H gemacht. Vielleicht macht er nochmal Hä. Mach nochmal H oder Hä. Oder Hä. Zeig dich mal, mein Freund, Fräulein, was auch immer. Zeig dich mal, wo bist denn du denn? Wo bist denn du denn da denn die denn dei? Bidü, 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 bidei. Dibi, da, bidü, bidü. Ich glaub, der hat Strom ausgemacht, der Vogel. Du ein Schwein, sagt ne, ne Klö. Der Zipfelklatscher. Der Zipfelklatscher. Da klatscht's aber kein Beifall. Ne? Kann ich den Kürbis mitnehmen? Nö, schade. Den Kürbis? Oh. No. Oh. Guten Tag. Täusch dich mal, wo bist denn du? Ja, wir können ja Gespenst ausschließen, weil er ist durch Salz gelaufen. Hast du die Fotos schon vom Salz gemacht? Ich weiß nicht, ob Limo das gemacht hat. Das hab ich gemacht. Das zählt für jeden Einzelnen. Okay, Nuckelmann, ich danke dir für deine Lüge. Warum
10. das 3. zertretene Salz nicht. Weil ich das nicht schon gemacht habe. Hm? Weil ich das schon gemacht habe, glaube ich. Nee, das eine hat er gerade frisch gemacht. Ach nee, das sind ja nur zwei. Och, ich bin dumm. Nee, aber es hat gezählt, guck mal, weil ich habe zweimal vertretenes Salz. Nee, einmal Interhaken. Nee, zweimal zertretenes Salz und einmal das Salz von Limo. Ich bin ganz verwirrt. Das kann jeder fotografieren. Wenn einer durchtritt, können alle vier Leute, wenn es ist, fotografieren. Smart, wo habe ich jetzt eigentlich meine Stäbchen hin da? Ei. Nein. Alter. Ui. Hast du das gesehen? EMF5. Wie abwechslungsreich heute. I'm very begeistert von dies. Ja, kennt man denn hier EMF5 auf den Teil? Ja, wenn da fünf Striche sind, oben. Ah, das ist EMF5, okay. Mhm, genau. Und das andere zeigt eigentlich nur an, wie weit es weg ist oder in welche Richtung. Hä? Und die blauen Balken sind das Wichtige. Mein Gott. Was ist denn mit ihm? Das ist schon mal aggressiv. Also entweder Zwilling oder Spirit. Ich würde aber schätzen wieder eine Spirit. Wenn der zeitgleich mal was werfen würde, wäre das geil. Dann hätten wir uns zu den. Ist aber voll warm. Ja, Zwilling kannst du doch im Van gucken. Wait a second. Ich habe jetzt 12 Grad. Oder ist das Ding kaputt? Wir haben Spirit. Woher weißt du das? Du kannst so an diesem Aktivitätenboard ablesen. Zwillinge haben die, wenn die eine Doppelaktion oder so machen, haben die so einen ganz kleinen Strich hier. Du gehst hier hoch und dann haben die noch so einen ganz kleinen Mini-Strich. Nach rechts oder so war das, glaube ich. Hm. Hm. Das ist eine EMF5. Kann ja bloß ein Buchengefrier sein. Nee, oder da gerade 11 Grad. Wenn da unten, wenn er am Anfang so ein kleines Ding macht, ist es kein EMF5, er muss durchgehen von 0 auf. Ah. Mhm. Mhm. Hey, bräuchten wir für Zwillinge E-Freezings? Ich hatte aber 11 Grad dort gehabt, also keine Ahnung. Ja, hatte ich eben auch und irgendwann auf einmal war es 2 Grad. So, wir müssen noch entkommen, werden in der Geisterjagd Fotos machen. Ach, warte mal. Das ist dieser ganz kleine Knick. Dieses, wenn du hochgehst, dass es sich so ab. Turned so ein bisschen wie so ein U zeichnet. Abturnt! Ja, ich weiß nicht, wie man das. Dieses, es geht hoch, aber dann knickt sich das so ganz leicht in der Mitte. Ich hab mal geräuchert, ich guck mal eben nach. Freezings. Ich weiß, ich hab das auch nur in einem TikTok gesehen. In dem TikTok. TikTok. TikTok? Schön, ich hatte keinen Fotoknips parat. Ich denke, wir brauchen ein Geisterfoto. Liegt hier oben unten am Boden, unterm am Teppich. Ja. Da liegt gut. Und nichts Fotografie mehr. Das ist das letzte Foto, was wir haben. Ja, ja. Jetzt wirft er aber viel an verschiedenen Stellen. Ich guck nochmal im Van, ob das jetzt wieder die Wölbung ist. Wie cool. Erst auf 2, dann auf 4, dann auf 6, dann auf 2 wieder direkt runter. Minus 0,5. Minus. Ja, ja, die Wölbung ist schon wieder da. Ja. Das Witzige war jetzt original, ich habe jetzt wirklich permanent das Thermometer in der Hand gehabt. Das hat die ganze Zeit 8, 9 Grad. Die ganze Zeit. Ich sehe es ja. Die ganze Zeit. Dieses ganz kleine abgeknickte. 8, 9 Grad. Und denke mir so, was ist das? Und auf einmal springt der auf 1, dann wieder auf 8, 9 und dann auf einmal minus 0,5. Also du musst irgendwie 3 Jahre gucken, bis du mal Gefrier kriegst. Finde ich super. So, David, haben wir die Aufgabe. Der Spieluhr und so wird es immer nicht schlimmer. Ups. 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 Ich vergesse aber auch immer gucken wieder. Wegen Geisterfoto, auf genau. Den du kriegst. Also, Räucherstix hab ich dir an der Tür hinten schon reingelegt.
Fein Limo, du enttäuschst mich, Fein. Da ist Geisterbox und er ignoriert die vollkommen. Ja. Also Limo, was ist los mit dir? Keiner mag mich. Doch, sonst hättest du ja nicht gesagt, dass wir eine Box haben. Wenn die jetzt wieder so ein Event neben mir macht, ne? Wo ist die überhaupt versteckfrei? Ey, hier oben ist gar keins, super. Ja, doch, du hast ja gleich im Wohnzimmer hast du, dann hast du unten im Keller. Wenn du rumgehst links, da wo der Kürbis war. Da muss dann ich hast im Keller du... Ja, ich darf ja nicht direkt im Raum machen. Na gut, doch. Hättest du Küche machen können, hättest du ein Geräusch, dann wär's dann im Wohnzimmer gerannt. Ich krieg's nicht hin. Dieser Abstand, wann er sich zeigt, ist halt so komisch. Oh, da gurgelt gerade jemand mit Urin, so wie es klang. Hat's aufgehört? Keine Ahnung. Ich gucke mal, ich denke mal schon. Na klar. Aber komm's raus. Ich produziere natürlich nicht, oh Mann. Wieso hast du an der Tür abgeholt? Du hättest einfach aufs Ding gucken können, aufs Aktivitätenbrett. Es ist dunkel draußen, Limo hat Angst im Dunkeln. Das hat er mir mal verraten. Das war doch ein Geheimnis. Oh nein. Es war einmal. Es war einmal ein Limo. Welcome back. There's some jobs ready for you. Oh, ich habe Stativstufe 3 bekommen. Cheaterin. Oh, immer kommt der. Ist schlimm, oder? Mhm. Immer kommt der erst, bitte. Bin wieder da. Also wackelnde Busen und so. Craften. Oh. Kam's dir gerade oder was war das? Ja. Okay. Geil. Also kannst du das so voll auf Kommando oder was? So mit Fingerschnippen? Ja. Cool. Jahrelanges Training. Aha. Ah, lass mich raten, du hast nie geübt. Genau. Bei der Waschmaschine unten ist das Versteck. Ein Knochen liegt hier. Hab ich? Oh, wir haben Reacher. Reacher. SMUPS. Upstairs. Ja, geh weg mit der Mom. Hinten in den komischen Raum, wo auch der Strom ist, also oben sind die Spinde frei. Wirklich. Ja, du weißt, du machst dieses Reacher-Brett und machst nicht mal Fotos davon. Das ist einfach schlecht. Ich würde sagen, Upstairs Bedroom. Aber Upstairs Bedroom gibt's mehrere. Ja, links und rechts. Ach so, stimmt.
Wir sind ja auf Graft. Ich dachte gerade, wir sind auf Beastel. Haben wir den Kürbis schon? Nee, ne? Ich hab ihn. Ist hier in dem... nee, hier ist Licht an. Und ist er wahrscheinlich hier. In dem Schlafzimmer. Rechts rum. Treppe rauf. Ja, auch Gefrieratem. Er hat Angst. Ich sehe keine Finger. Oh, ihr macht schon an. Habt ihr den Strom angemacht schon? Ja. Okay, EMF5. Also muss ja das Kürbisding irgendwo unten sein. Ja, das ist irgendwie heute alles sehr abwechslungsreich. Vor allem, ich sag, Licht ist an, hast du einen Strom angemacht. Das ist auch geil. Macht Sinn. Seems? Logisch. Also, Bubsweckchen, was ist denn heute los mit dir? Bin total durch den Wind. Und der Wind ist durch mir. Eigentlich ist es sinnvoll, ohne Licht rumzulaufen, weil der Kürbis leuchtet. Jetzt habe ich auch nur eine Kopfkamera auf. Ja, wenn ich Licht auslasse, renne ich überall dagegen, glaube ich. Kann der Kürbis hier auch draußen sein auf der Map? Das ist die Frage, weil ich gucke gerade fast hier drin, habe ich jetzt fast jeden nach oben durch und ich habe es nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Guck mal draußen. Also ich denke mal wirklich, der ist draußen, weil ich habe hier drinnen nichts. Ja, oh, draußen hinten bei der Kürbisplantage. Ja, hier hinten ist er auch, hier leuchtet er. Ich bring's rein. Wir brauchen Säckchen. Rein. Säckchen des Wurfes dreimal. Ich schmeiß es hier hin. David, hier. Säckchen des Wurfes dreimal. Hey. Ich schreib's auf. Ach so. Gib uns ein Zeichen, klopf ans Fenster, öffne eine Tür oder beiß ins Guzifix, alles gut. Beiß rein, ach, oh ja, wir sind bei 40%, nehmt ihr bitte, ja, Limo hat ja Reacher-Brett gemacht, Ich hab doch schon Pillen genommen. Du bist bei 30%. Die Pille danach, oh nee. Das war wohl nicht genug. Sagen Dots mal rein. Doddeldüdel. In Dödling. Es pups nicht schön will. Ein Dödling. Ein tödliche Tödling. Aber springt dir was zu essen mit, der hat Hunger auf Metall. Voll. Total toll. Hör auf zu lügen. Total toll. Das Wölkchen, das ist voll. Tita, toll, toll, toll. Oh, Minus gerade. Was ein Wunder. Aber und Finger. Ich wollte gerade sagen, gucken, UV. Jean. Wo ist denn hier? Foto. Ja. Was? Finger, Gefrier und was war's eben? F5. Na gut. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein komisches Geräusch aus dem Radio? Ja. Yep.
Na gut, wir brauchen nur noch Foto vom Geist. Oh, ich hab's Buch voll gemacht. Ups. Hoppala. 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 Zapralot. Dafür sind es ganz tolle Salzfotos. Das müssen wir auch mal loben, finde ich. Naja. So schön wie das Salz kann keiner fotografieren. Und so schlecht wie mein Deutsches kann keiner reden. Doch, du. Ach komm, wir fahren einfach. Ist egal. Würden eintragen, zack. Na dann fahr mal. Fahr mal. Hat du mal eingetragen? Du bist heute Fahrerin. Geil. Ja, und halt direkt ohne Items, ohne Taschenlampe, ohne nix. Ohne, einfach nur rein und suchen. Ciao. Bin mal gleich wieder da. Und ohne Strom. Und ohne alles. Meine Brüste lege ich vorher auch noch ab. Wie, du hast sowas? Mhm. Sind immer ganz gut, die kann man so abschrauben und dann kann man sie nachts neben ins Bett legen und... Ich habe einen hängen. Okay, jetzt geht's wieder. Heute ganz schöne Lecks, muss ich sagen. Hannibal Lecter. In der Garage sind die Kisten und der Schrank und wir haben hier einen Spiegel. Wir haben ja Knochen genau da, wo er hingehört. Wo? Genau vom Katzen ab. Ja, geil. Das ist gut. Pretty good, pretty good. Ich guck mal im Keller nach dem Kürbis. Keller mal am gucken, gucke mal im Keller. Master Bedroom ist versteckt hinten beim Schrank. Im Keller sind die Tonnen zum Verstecken. Okay, da muss auch im Keller sein, der Kürbis. Nee, hier ist er nicht. Was? Nö. Hier nix Kürbis. Nix, Kürbis, Kürbis. Okay, dann müsst ihr wohl wieder draußen. Ich gucke. Ja, ist draußen im Vorgarten. Licht im Dunkeln einmal. Ich bring's dir hier, bitteschön. Dankeschön. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Kannst ja in den Spiegel gucken, wenn du willst. Da geht er doch instant kaputt bei meinem Gesicht. Das ist korrekt. Mhm. Er hat was geworfen. Nö. In der Garage. Ja. Hier, irgendwo. Ah, hier. Das ist da. Schön auch da, wo drei Verstecke sind. Ne, zwei Verstecke. Immer gut. Ist so, wie es sein muss. Versteckst du dich in das Band genau in dir? So wie das eine Mal in war das Bliesdale, wo wir hinter den Kisten da waren. Das war gut. That was pretty good, I think. You think too? Oh yeah. Oh yeah.
Bis du, Jürgen. Bist du halt. Nur bist du. Was willst du? Magst du Hühnerfrikassee? Bist du ein völlig nackter Halbwilder? Kannst du im Regen tanzen? Wie geht's denn dir? Was willst du? Wo bist du? Hast du einen Bierbauch? Oh, da hat er etwas geworfen, da war er so. Er schreibt ins Buch. Jo. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Arte liegt auf dem Weg vor der Haustür. Ja, und wir haben Buch als Beweis, ja. Sehr wunderbar. Wunderbärchen. Ich bring ein ganzes Arsenal mit Bewegungssensor mit. Wo bitte? Nicht so viel. Wir wollen es nicht übertreiben. Auf 5 Stück reichen. Was? Wie, du kannst dein Auto nicht pappen? Oh Mann. Ja, der wirft ganz schön viel. Bildflächenpördergeist. Ich glaube, da hat die auch schon das Bild runtergefuckt. Ja, der ist hier ganz dolle am hier machen. Deutsch lernen Bubble. Versuch du mal mit denen zu teidigen. Ja, mach ich. Er war ja gerade ein Dotteldude, ich glaube, er war gerade ein Dottling. Ich glaube, hier ist von mir gerade irgendwas rumgedotteldudet. Gucke. Siehst du nur so ganz, ganz kurz. Gerade da, wo ich mich rumdrehe. Mit den Clips, die bei mir laden. Hast du die Karte angeguckt, Limo? Ah ja, wir haben Dots. Achso, wo liegt die nochmal? Ja, auf dem Weg. Hier ich bin tot, die kann nicht tot sein! Vielleicht schon Dio? Der fängt an zu handen? Läuft ganz normal, also normal schnell? Läuft ums Auto rum und killt mich dann. Hey, aber hey, wir haben doch Buch und Dots, ist er bloß Deo und Tai. Okay. Dann hat er mich einfach hinterm Versteck gesehen wahrscheinlich. Obwohl ich ja... Wenn es ein Deo ist, ja. Ja, aber der hätte ja dann langsamer werden müssen an der Kiste. Also mal ganz davon ab, dass ich nicht rausgeschafft hätte. Aber er müsste ja langsamer werden, den kurzen Moment an der Kiste. Naja, keine Ahnung. Ich bin tot! Nur Scheiße. Also, Limo, musst du mal Box versuchen. Ich hab Box versucht, bei mir kam nix. Und Opa hab Scheit King gesehen. Ja, wird's ein Deo sein, aber warum war der denn trotzdem die ganze Zeit schnell zu stehen? Ne? Nee, doch, da ist ein Orb, da ist ein Orb, da ist ein Orb. Oder? Wie gerade richtig. Das ja, da ist ein Orb. Genau in Limo drin. Aber wie kann mich denn dann der Tai sehen? Hat der jetzt Deo-Fähigkeiten oder was? Heißt, ich stehe dahinter, guck mir gerade den Clip an, ne? Wegen den Dots habe ich geguckt. Hör halt, wie er ums Auto rennt. Und auf einmal höre ich nur die Finger in meinem Auge. Sind wirklich Dots? Ja. Deswegen, ich habe die Dots überprüft und bin dabei gestorben. Danke. Dummer Geist, Alter. Was haben wir für ein Cursed Object? Nur ein Spiegel. Also. Nichts Brauchbares. Fahrt einfach los. Okay. So eine Kacke, wirklich. Ich saß da in meiner Ecke und hab nichts gemacht. Safe Spot, ich glaub nicht. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Das war jetzt Willow, ne? Okay, hat gezählt. Gut mit. Ich glaube, da ist der Kürbis bestimmt hinten links irgendwo. Ich weiß auch nicht warum, aber mein Urin sagt das.
Mein innerer Ruin vor allem, mein innerer Ruin. Dein innerer Ruin. Wer kennt ihn nicht, den inneren Ruin? Ich bin von innen auch komplett ruiniert, glaube ich. Den ganzen Alkohol. Leber ruiniert. Niere ruiniert. Du trinkst doch nichts. Alles ruiniert. Nee, hinten links war nichts. Okay. Der ist hier im Kackzimmer. Der hat eine Tür angefingert wie am Finger. Oh, ich hab den Knochen. Oh, also Finger haben wir auf jeden Fall. Ja. Warum haben die... Geht mal in die Zelte rein. Die machen ganz komische Geräusche, wenn ihr da reingeht. Oder ich habe einen Schlaganfall. Das kann auch sein. Regengeräusche. Ja. Oh, das sind die Gänse. Was noch? 250 Kilometer. Okay. Cool. Und das Zelt hier, das große, wo das Kochding ist, ist auch so. Das ist aber dumm mit dem Regengeräusch. Naja, aber wie es halt ist im Real Life. Ah, der Kürbis ist hier ganz vorne am Eingang übrigens. Der kleine Miese. Ich hab's hier hingelegt. Auge des Bärs zweimal. So. Okay. Was haben wir denn für ein Item? Stabil. Eben genau gar nicht mehr geguckt, ne? Geil. Nö. Gut. Ich hab nicht mal mehr eine Kamera. Doch, ich hab eine Kamera, bin ich dumm. Weg schon, du hast eine Kamera. Kein Zirkel, wir haben keinen Spiegel. Karten vielleicht. Wir haben die Spielkarten, ja. Nee, doch nicht. War ein Kugelschreiber. Wir haben Orb. Also Orb und Finger. Was haben wir denn dann für ein Item, verdammte Kacke? Wo ist denn hier die Affenhand auf? Ne, die haben wir nicht, hab ich grad geguckt. Nee, stimmt, da habe ich am Anfang ja geguckt. Haben wir die Puppe? Nee. Wo ist denn hier die Spieluhr? Ich bin geistig verwirrt. Die Spieluhr müsste, glaube ich, auf irgendeinem Stuhl stehen, eigentlich, oder Tisch. Wir haben das Surfbrett, mein Gott. Mein Gott. Wir haben das Surfbrett, David, das Surfbrett. Dann surf mal auf dem Brett. Ich finde es übrigens schön, dass wir hier mal Fingerabdrücke kriegen, weil der Geist einfach auf dem Klo ist. Ja, Finger doch ganz sehr auf die Tür an. Also da hat bestimmt explosiven Durchfall, muss ich irgendwo festhalten. Limo hat die Karte auch schon einmal angefasst, oder? Hat das... Limo hat schon dran rumgefingert, ja. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Nö. Nö. Minus, wir haben Gefrier. Gefrierpups. Mimik. Ein Mimikus. Warum? Ach so, ich habe Box statt Orb eingegeben, Entschuldigung. Aber könnte trotzdem Mimik sein. Nee, kann's nicht. Bist du, Jürgen? Natürlich kann's sein. Bist du halt. Wo bist du? Ach so, ja gut. Hm. Was willst du? Kann sein, lass die Box einfach nur wieder springen. Bist du ein nackter Grottenolm? Bei Handtuch kriegen wir ja auch raus. Ja, müsst ihr halt bloß alle mal mit der Box reden. Also bei mir weiter nicht. Also bei mir auch nicht. Ja, bei mir auch nicht. Dann okay, na, dann wird es ein Handschuh sein.
Ich habe noch gar keine Aufgabe gemacht, cool. Sehr schön. Wir geben gerade wieder voll alles. Mhm. Gut, gut, sie fix kann man nicht so viel, wenn er nicht reinbeißt. Dieses schieße Foto vom Geist, das ist, glaube ich, jede Runde bis jetzt. Wir haben es noch nicht einmal gemacht. Wir fahren jetzt einfach mit Tanto, ist egal. Ist mir wurscht. Das interessiert mich langsam nicht mehr. Ich habe aufgegeben mit diesem Mist. Hast du nicht. Dieses Spiel ist scheiße, ich deinstalliere es. Machst du nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Oh, please, der werde das jetzt gedacht. Ich nicht. Du nicht? Wirklich nicht? Mhm. Okay. Keine Karten, kein Spiegel. Strom ist an. Keine Spieluhr. Ach, ich guck gleich mal draußen, ob da irgendwo draußen ist, der Kürbis. Telefon in der Küche. Geh mal ran, könnte ein Gespräch werden. Und klopfen ans Fenster. EMF5. Ein EMF5-Telefon, okay. Ich würde schätzen, der Kürbis ist oben auf dem Dachboden. Das könnte diesmal sein, ja. Na, hier leuchtet es schon. Ja, da ist oben. Bringst du die Karte mit? Mhm. Glas, mhm. Des, Glas des Verstandes. Das ist ein richtig fickriger Geist. Ich habe fast das Gefühl, maybe Zwillinge. Because... Ich habe eine Dose gehört, die ganz hinten im Gang gerollt ist, während ich hier vorne geklopft hat. Also. Ich gucke auf dem Board. Die Karte liegt ganz am Eingang direkt. Okay. Ich guck gerade noch wegen am Knochen. Binde hinten im Werkraum sind frei. Okay, was haben wir denn jetzt für ein Item? Also nach Zwilling sieht es so nicht aus gerade. Dann war es vielleicht einfach nur Zufall, dass es an beiden Seiten geballert ist. Muss irgendein Item von oben sein, entweder Puppe oder Hand. Puppe haben wir nicht. Oder Zirkel. Meine Schrift wird bei jedem Ding, was ich hier reinschreibe, schlechter. Egal. Am Ende kann ich nicht mehr lesen, was für Zutaten wir haben. Das müssen wir jetzt von vorne machen. So. Also Knochen war unten nicht. Ja, Knochen hab ich gefunden. Hier oben, Lungenflügel. Zeuge der Liebe. Da können wir Limo opfern. Jetzt können wir ein Foto machen vom Geist. Jetzt haben wir die Aufgabe nicht. Nicht? Nein. Wow! Alter, was ist denn mit dem Geist hier los? Mein Gott, der verwüstet die ganze Küche. Der will dich weg schon, oder der kocht gerade Essen. Hast du dir schon die Karte angeguckt? Ja. Telefon! Weg schon, geh da mal ran. Hier kannst du fotografieren. Ich hab die Karte angeguckt, ja. Ganz tief und fest. Ferkel. Sie in mich reingesteckt. Ferkel. So, wir hatten jetzt bloß EMF5. Ja, und dann habe ich sie ausgeschissen. Und dann hast du wieder in der Hand genommen. Genau. Und hast du in die Hosentasche gesteckt. Genau, so als Andenken. Sehr schön. War der Geist jetzt oben oder unten? Unten in der Küche. Habe ich nicht vorher noch ein Kinderlachen gehört irgendwie? Oh, im Badezimmer auch. Also, irgendwas schreit in mir drin, Zwillinge. Aber... würde aber das Board keinen Sinn machen gerade. Ja, außer, ja gut. Ja, ja, die müssen ja eine Doppelaktion machen.
Minus Gefrier haben wir. Minus 0,1. Ne, was denn, nur Minus oder Gefrier? Minus Gefrier. Und Unbox. Ja, Zwillinge. Sag ich doch! Limbo? Limbo? Auf dem Board sieht es nicht nach Zwillingen aus. Naja, er hat aber zwei Sachen gemacht zu dem Zeitpunkt. Vielleicht macht das Board ja auch nicht immer den Ausschlag. Kann ja Eigentlich auch sein. theoretisch schon, eigentlich. Hast du das von einem Phasmo, wie heißen die Mitarbeiter, offiziell bestätigt bekommen, oder war das auf TikTok? Naja, gut. Also, es kann ja sein, dass das so ein Hinweis ist, aber er hat ja eben zwei Aktionen gemacht bei mir. Ja, gut, das Board war auch so komisch, so auf 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, Vielleicht wenn. macht er auch Morsezeichen. So Computersprache 01110100. Naja, kann doch sein. Der eine, weil du gesagt hast, der verwüstete Küche. Der eine kocht fressen, der andere scheißt raus. Oder der eine frisst, der andere scheißt raus. Ist ja möglich. Wir machen noch ein paar Aufgaben hier, komm. Ja, der will ja nicht blasen. Weg schon, zeig dir mal, wie es geht. Ich reinige. Ich habe gereinigt und er macht das Licht an. Cool. Cool. Danke fürs Licht. Er hat geblasen. Kerzen standen im falschen Raum. Achso, ich dachte, der war in der Küche. Der war im Gang drin. Der Also, kleine Miese. es waren der Zwillinge, aber die Gefrier waren im Gang. Kleine Miese. Ja. Ja. Nun, Limo opfern. Wir können Limo opfern. Oder David opfern. Nee, Limo. Was muss ich tun? Wir haben einen Zirkel der Liebe. Ja. Foto machen. Zirkel der Liebe, Foto machen. David, gehst du mit? Ausnahmsweise. Hast du ein Fotoclips-Gerät? David? Ja, was stinkt? Haben Sie gelesen? Du kleine miese Billische. Darf David sterben? Ja. Also du kannst auch David opfern, wenn du willst. Aber bitte räucher den Geist trotzdem. Danke. Ich nö. Ich mach gar nichts mehr. Tschüssi. Oh, wirklich schon sogar dein Freund, der Matsche. Du bist ja gleich wieder scharf. Oh, das Bild ist super. Vor allem, er fässt sich an den Kopf und das ist einfach schon eine Leiche. Geil. Sofort programmiert. Oh, das wird jetzt in 2 Sekunden eine Leiche sein. Ich finde, David ist schön gestorben. Sehe ich auch so. Ich muss halt auch mal irgendwas reinmachen, dass meine Mitspieler sterben müssen. Das habe ich dir schon einmal gesagt, oder zweimal, oder dreimal. Keine Ahnung, ja, da müssen die halt auch mitmachen. In einem der letzten Videos, ich glaube vor 3, 4 Tagen, also es ist nicht das letzte Video, was ich halt geguckt habe, hat das Thema auch, das Limo-Sterben, dass wir das einlösen können. Juhu, Geisterbuchstufe 3. Rein in die Olga. Vielleicht steht er auch direkt am Eingang. Okay, da Ist bleibt er Wölkchen irgendwo? am Eingang stehen und rennt nur im Kreis. Wenn Wölkchen nach Gefühl gehen soll. Ja. Vielleicht ist er ja da auch. Die Guck Stufe 3. mal. Die sind schon wild, die Kameras, ja. Damit du noch. Das ist aber klein. Wer ist klein? Du. Er hätte da unten gucken müssen. Wie groß ist eigentlich dieser Parkplatz hier vom Van? Das habe ich auch noch nie gesehen. Es könnte halt auch sein, dass da draußen ist, weil man kann doch noch mal irgendwo rausgehen.
Ja, du kannst hinten auf dem Basketballplatz. Oh, ich habe gar keine Taschenlampe mitgenommen. Upsi. Du hast keine Taschenlampe dabei. Die Karten. Oh, erste Mal die Karten. Geh mal rechts rum. Und jetzt noch ein Raffi hier drin. Das wäre super. Geh mal rechts hoch. Gerade was quietschen gehört. Das sind Davids alte Knochen. Das könnte möglich sein. Aber ich glaube, deine Knochen sind älter als meine. Nee. Ah, hab ihn. Ich hab den Kürbis. Wo ist der? Oder bring die Karte einfach mit. Hier beim Donutraum, wo die ganzen Kameras sind. Schreiender Schädel. Bring die Karte nach vorne, bitte. Okay, wir können abfahren. Stimmt eigentlich, ne? Hier braucht man eigentlich nicht suchen. Wollen wir trotzdem wissen, was für ein Geist ist? Komm. Dann spielen wir Karten. Schreiender Schädel. Einmal. Oh ja, hier, David. Das Karten. Oh. Hat die Karten schon. Der Hermit. Wir sterben jetzt einfach alles. Ist es geil oder ist es geil? Na klar. Weil er hier im Raum ist. Das wär's. Moon. Sehr schön. Läuft super. Devil. Ah. Mhm. Mhm. In mein Gesicht. So. Devil. Ach, da vorne. Knochen. Wie habe ich jetzt... Wir haben den Knochen. Also gut. Wie viel Glück willst du haben? Ja. Power. Def. Oben. Über uns. Okay, zumindest kein Handel, kein Deo, kein Toy. Die Tür angefummelt. Der ist vorbei. Der ist doch nicht vorbei. So, ich dachte, es ist vorbei. Der stolpert noch hier unten rum. Okay, so kein Revi. Das war aber knapp. Der dachte sich jetzt so, toll, ich hab doch was gehört und gesehen, verdammte Axt. Jetzt ist vorbei. Tower, ich zieh die letzte Karte. The Moon. The Fool. Okay. Ich glaube, es ist ein, Er ist oben. Ich glaube, es ist ein Yokai. Einfach so. Ich nehme einfach Zwillingen. Ach komm, ich sag Phantom. So, und jetzt soll er gleich kochen gehen. Bin ich mal gespannt. Oh nein. Oh doch. Oder nee, ich nehme eine Mache. Huch. Ja, ich bin tot. Hier ist die Sattgasse. Limo ist tot. Nein! Nein! Oh, Kacke. Hat er dir wenigstens noch beim Töten gesagt, was er ist? Es ist aber schon wieder der Nucky. Nucky? Na gut. Haben wir alle was eingetragen? Wird auf. Ja, keine Ahnung. Wie hat denn der geblinkt? Hast du ihn gesehen, wie er geblinkt hat? Normal. Normal, dann mache ich Phantom raus, dann gehe ich jetzt auf den. Geh wieder auf den Yokai, habe ich Bock drauf. Ja, ich sag dann Yurei. Kannst okay. Fahren. Let's go.
David hat eine Mare. Und am Ende ist es ein Onryo. Ja, das wär's. Bei Shake kann's auch nicht sein, ich war im Spirit! Raum. Spirit! Mensch. Hab ich doch gewusst. So, kochen. Was ganz Neues. Let's cook something. Das Bild haben sie auch schon geändert hier. Links. Oha, die Karte sieht viel heller aus. Oha. So. Und? Ach, das kannst du so einstellen, du musst einfach nur den Pfeil hochmachen. Dann siehst du es dunkel. Wow. Ah ne, dann siehst du das Haus hier. Das rechte. Die Etagen. Ja. Oh, ich sehe den Kessel schon, hier dampft's grün. Nee. Oh, wie hübsch! Oh, ist das schön! Oh mein Gott! Ach Gott, ist das toll. Storage. Oh, Steph das... only. Lul. Gott, ist das super. Mir gefällt es hier. Darf ich hier wohnen? Ach, hier müssen wir jetzt auch noch den Kürbis finden. Kürbis? Hier müssen wir doch nur kochen, oder? Oder? Weiß ich nicht. Strom ist an. Weil es wird ja dann auch nochmal dieses Ding angezeigt, dass ich denke mal, du brauchst hier auch noch das Teil. Stimmt. Ach, hier ist der Schädel. Muss mal einsammeln wahrscheinlich. Achso, das sind Knochen. Nee, ach, hier gibt's mehrere Lagerfeuer. Cool. Und die müssen wir dann in den Topf werfen, wahrscheinlich. Oh Gott. Okay. Hier sind Bärenschilder. Warning, Bears in Area. Ich hab übrigens den Knochen, der liegt genau hier nebenan. Zack. Cool. Diese Bärenfalle. Wo? Hier. Okay, der Trapper war hier. Der feiert sich auch ab. Der Hanging Man. Oh, ist das cool hier. Hier will ich jetzt wohnen. Wir haben auf jeden Fall das Surfbrett. Wo müssen wir denn? Ach, wir müssen das hier vorne kochen, ne? Wir müssen, oh, ich glaube, der Geist ist auch hier. Wir haben hier Gefrieratem. Weil es schneit. Da vorne hatte ich auch schon am Anfang. Wo war denn der Kopf nochmal? Der Topf muss ja in den Topf rein. Ach, da hinten rum, ne, wo wir hergekommen sind. Ach, hier ist er direkt. Am Zelt. Blüte der Liebe. Nee, hier. Ach so, die Karte. Ach so. Ah. Wo? Achso, hier. Damit ihr es habt. Achso, danke. Blüte der Liebe. Und wie willst du es kochen? Muss in den Topf geworfen werden, der hier vorne steht. Einen Schädel müssen wir holen. Wahrscheinlich mit F oder so reinsetzen, denke ich. Scheiße, warte, wo war ich denn? Fuck, wo ist der Schädel? Oh Gott. Nee, müssen wir das andere jetzt hoch? Na was, ja, hast du nicht Spaß? Wir müssen alles suchen und da reinwerfen. Dann hätten wir auf Easy spielen müssen. Eigentlich schon, weil ich glaube, das dauert zu lange. Boah, man sieht doch gar nicht das, was man schon reingeworfen hat. Ey, man kann es ja abhaken. David. Abhaken? Wer hakt denn ab? So ein Quatsch. Echt mal, hallo? Wir können ja auch nochmal, ich habe hier, was ist das? Das sind irgendwelche Eiersäcke. Was ist das? Ist das die Fäulnis des Todes, was ich hier habe? Kann das mal einer entziffern? Ich würde sagen, wir gehen nochmal raus hier und suchen dann nochmal neu, weil ich glaube, der fängt gleich an zu handeln sonst. Ist das die Fäulnis des Todes? Limo? Was? Das da. Ich würde schätzen, ja. Weil wir haben sonst Grinsen, Frosch, Wurf, Dunkel, Bär, Verstand, Schädel. Ich werf das jetzt mal einfach rein. Ob es funktioniert? Ah! Das ist da wirklich reingefallen. Das ist witzig. Cool.
Es hat richtig blub blub gemacht. Hier ist auch noch ein Schädel. Ich hab einen Schädel gefunden. Ne, wir brauchen einen Schädel. Den hab ich gerade. Ich hab gerade ihn in der Hand. Dann bring den mit. Und wirf den mit G in den Topf rein. Ich muss erstmal gucken, dass ich überhaupt da hinkomme wieder. Das ist übel, oder? Ich hab absolut gar keine Orientierung auf der neuen Map, aber ich finde sie trotzdem wunderschön. Bin maximal verwirrt. Das hat ein bisschen was von Slenderman. Man muss den direkt reinwerfen. Genau, ja. Dann macht so plopp. Oh Mann. Wir brauchen einen Bär. Und eine Blume und ein Lachen. Wie sieht denn ein Lachen aus? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Schüssel des Grinsens. Das müssen Schüssel sein. Eine Schüssel und der grinst einer. Vielleicht haben wir ja die freundliche und die müssen wir reinschubsen. Das kann auch sein. Gott, ist das anstrengend. Ich finde hier gar nichts mehr. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Alles! Wir brauchen noch zweimal Fäulnis des Todes, einmal Schüssel des Grinsens, einmal Zeh des Frosches. Ich habe hier zwei Augen gefunden. Zwei Augen? Wir brauchen Auge des Bärs, zweimal. Ja, hab ich hier. Beide? Hier sind beide drin, ja. Ich nehme eins mit. Okay, also Limo hat eins, ich hab eins. Was hat Limo hat die toten Augen, oder was? Ja. Okay. Das sind zwar ziemlich kleine Augen, aber naja. Dieses plätschert. Ich find's witzig. Ist auch geil. Die haben sich echt mal was überlegt. Okay, was fehlt jetzt noch? Es fehlt noch. Zweimal Fäulnis des Todes, einmal Schüssel des Grinsens, ein Zeh des Froschs, zwei Säckchen des Wurfes, ein Licht im Dunkeln, Glas des Verstandes und Blüte der Liebe. Also es fehlt eigentlich noch alles. Hm. Ich glaube, Liebesding habe ich. Hier sind Rosen, aber wieso kann ich die nicht pflücken? Hallo? Ich will die rausreißen. Hier ist ein Blumentopf mit Rosen. Mir die Scheiße. Er huntet. Cool. Cool. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Paravent. Das ist doof. Wollen wir nochmal neu reingehen auf Ding und dann einfach in Ruhe gucken auf Anfänger? Nee. Aber vielleicht schaffen wir es halt so. Wir gucken mal. Glaubst du? Ich weiß es nicht. Ist wieder vorbei. Wir haben wahrscheinlich schon keine Sanity mehr, ne? Ja, Sanity ist auf 30. Ja, schön, so wie es sein muss. Wir fahren jetzt einfach und machen es dann nochmal auf Anfänger. Ende. Oh, andere Sachen kannst du aber nicht da reinwerfen. Nee, du kannst nur die Items reinwerfen. Er huntet übrigens wieder. Ich höre gar nichts. Ich weiß nicht, ob es vorbei ist, ob es angefangen hat. Er macht noch. Immer noch. Ist vorbei. Guck gerade, ob ich irgendwas finde. Ha! All Receipt Integrant Node Locations in Phasmo vor 9 Minuten. Danke! Also wir fahren ab und dann gucken wir das. Wunderbar. Er fährt jetzt schon wieder. Nee, doch nicht. Ich sag, es ist ein Onryo. Ja. Ich sag, es ist ein Meiling, weil ich ihn einfach nie höre. Ja, ich höre den auch nicht. Der
ist wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt. Whitelist. Jetzt meckert er rum, dass ich einen Adblocker habe. Habe ich eigentlich gar nicht, aber manchmal ist komisch. Da hinten zum Haus ging es ja auch, ne? Ja, ja. Da bin ich nie hingekommen. Haben wir sogar 5 Minuten Zeit, bis er überhaupt anfängt, irgendwas zu machen. Also, ist doch bei Anfänger der Timer. Time is it, summertime, vacation. Okay. Sollen wir uns irgendwie aufteilen oder macht einfach jeder? Ich nehme keine Items mit, ich nehme bloß die Taschenlampe mit. Stimmt. Das ist auch wieder hier weg, so. Nee. Nee. Die Kürbis ist aber immer am selben Spot, also immer am Lagerfeuer. Und wir haben die Voodoo-Puppe, die ist jetzt vorm Kürbis. Oh, warte, wo? Die liegt hier am Lagerfeuer. Komm, gucke mir das genau an. Ah, süß. Hab ich schon. Ja. Wir müssen die Karte ja auch gar nicht mehr angucken, haben sie ja schon einmal angeguckt. Ja, dann wird er besser. Da hast du recht. So. Guck mal. Die mir einfach hier hinter verstecken vom Geist. Da kommt der niemals drauf. Aber die Spots müssten doch immer an denselben Orten sein, oder? Ja, ja. Denke schon. Ja, dann sind die Augen wahrscheinlich wieder da hinten. Oh, Knochen. Machst du Foto? Flügel, ich hab grad keins dabei. Wo? Ja gut, du kannst ja trotzdem aufsammeln, es gibt ja trotzdem das Geld. Dafür, dass wir Klopapier da reinwerfen. In den Topf. Wie, du willst das verbrennen oder das verkochen, das, was dir jeden Tag einen Arsch rettet? Ja. Hm. Einfach Limo reinwerfen in den Topf. Auch hier mal Zahnpasta? Hab ich genug. So, den Kopf habe ich schon mal. Dann einmal den Schädel reinwerfen. Mhm. Also wir kennen ja Phasmus Versteckmöglichkeiten. Hat man ja bei den Ostereiern gemerkt. Die waren ja so kacke platziert. Mhm. Hier hinten ist so eine Müllcontaineranlage. Hier sind ganz viele Fliegen, hier stinkt's. Raubenzieher braucht man, ne? Liegt eine Bärenfalle, auch in einem Regal drin. Wir haben scheinbar ein Bärenproblem. Was ist das hier? Das ist ein Apfel. Ein Apfel braucht man nicht, gell? Nee. Heilige Äpfel. Müllsack. Zangen. Noch mehr Äpfel. Ich habe irgendeinen Prospekt, keine Ahnung. Einen Prospekt braucht man dann. Egal, ich nehme es mit. Oh. Ich schmeiß schon rein. Die Falle geht ja zu. Nö. Kann man da Items reinwerfen? Nö. Juju, einen wunderschönen. Ich glaube, der Geist ist übrigens im Officer-Raum, weil hier liegt eine Taste am Boden. Wie geht es dir, Juju? Ah ja, genau. David, wo bist du? Irgendwo bei Zelten. Links, rechts? Da wo das Lagerfeuer ist. Ich komme mal zum Lagerfeuer. Und du sagst mir mal, was haben Lim und ich nämlich eben auch schon gehabt, das Item, was das hier ist. Wo bist du? Ich habe noch einen Prospekt. Vielleicht müssen die auch da rein.
sieht aus wie zwei Geschwülste. Ich glaube, das wird voll. Wir haben jetzt nur den Kopf drin, ne? Vielleicht müssen wir einen Teddy reinwerfen. Das ist endlich Feierabend. Sehr schön. Ich finde das irgendwie doof. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben die Map größer gemacht als sonst, als sie sonst schon ist. Hier stehen jetzt Kanus. Ist mir schon mal zu diesem Haus gegangen? Welchen? Wo Jasons Maske da im See liegt. Ich weiß nicht, wo das ist. Du musst, wenn du reinkommst vom Eingang, einfach rechts laufen die ganze Zeit. Ich reinkomme ganz halt rechts. Ich weiß nicht mal, wo ich reinkomme. Also ich habe hier komplett die Orientierung verloren auf dieser Map, ne? Ja, ich auch. Also ich finde die komplett unübersichtlich. Ich finde die an sich echt cool, also weil die halt mal, ne, richtig hübsch und so, aber ich check halt nix. Das ist so ein ganz kleines Easter Egg, oh mein Gott. Ich komme rechts rum, aber hier ist nix. Wo ist hier ein Easter Egg, hallo? Achso, warte, ich zeig's dir ihm. Kommen wir wieder zurück. Ah ja, du läufst richtig. Richtig? Mhm, du läufst weiter, jetzt hier rechts. Ach, hier hinten war ich ja noch nie. Und jetzt guck mal die zwei an hier. Oh, hi. Bestbrüder für immer. Süß. Ich hab den auch mal Licht angemacht, damit sie es romantisch haben. Das Haus haben sie aber immer noch nicht gefixt. Das ist immer noch gleich. Hier drin wahrscheinlich noch Items. Ah, hier ist die Schüssel. Ah ja, das ist die Schüssel mit Lächeln. Das sind Zähne. Das ist ja ekelhaft. Mal schätzen, oben ist noch eins. Ich hab die Schüssel mal dabei. Ja gut, die haben es oben ein bisschen geändert. Hier ist Dingsatem. Hier ist ja auch hier, da liegt auch eine Flasche auf dem Boden. Im Officerraum lag eben auch was am Boden, das haben wir verwirrt. Hier, an der Treppe. Ja, hab ich auch gesehen. Ich habe auf jeden Fall die Schlüssel des Lächelns. Whatever. Was brauchen wir denn noch alles? Wir brauchen noch Bärenaugen. Glas des Verstandes, Blüte der Liebe, Licht im Dunkeln, Säckchen des Wurfes, Zeh des Frosches, noch zwei Fäulnis des Todes. Boah, das ist ja viel. Wo willst du denn das erst finden? Fast vorschlagen, dass wir das einfach für heute lassen. Ich habe ja eine Rose gefunden. Wo? Wenn du da, wo die Maske ist, rechts rum, da sitzen zwei Skelette. Hä? Da draußen beim Haus. Ja. Wo ist die Rose? Ich hab die nicht gesehen. Nee, die hatte der in der Hand. Die hab ich jetzt in der Hand. Oh nein. Oh nein. Nicht gesehen. Oh. Ja? Ich hab sie gesehen, ja. Nimm du sie. Ich hab schon die Schüssel mit dem Lächeln. Oh, hab den Frosch. Du hast den Frosch? Warum seht ihr das alles? Ich sehe überhaupt nichts. Die lag direkt am Eingang auf dem Tisch. Das ist auch noch, das ist so eine wieder die Voodoo-Puppe. Zeig mal. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Nicht richtig. Gibt es zwei Frösche? Wir brauchen nur einen Frosch. Oh, weil der sad ist. Ich dachte, es gibt zwei, einen happy und einen sad. Okay, was haben wir denn da jetzt? Also wir haben das Lächeln, wir haben die Rose. Ich habe keine Ahnung, was wir haben. Wie wäre es, wenn wir alles erstmal... Oh, ich hab die Augen. Okay, wenn wir alles vor den Kessel legen und nicht in den Kessel. Schon meins habe ich schon reingeworfen. Dann hakt das ab erstmal. Hakt doch ab! Ja, warte, Frosch haben wir. Die Augen haben wir auch. Die nehme ich gerade mit. Und das Lächeln haben wir. Und die Rose dann. Genau. Und die Ja gut, die Lächeln. Also wir brauchen dann.
Ja, Fäulnis des Todes. Dreimal, aber ich habe nur einmal habe ich es reingeworfen. Oder zählt das dreimal, weil da irgendwie dreimal was drin ist? Kann sein, dass da dreimal was drin ist. Schüssel des Grauens haben wir. Wir haben Zähne des Froschs. Säckchen des Wurfes brauchen wir noch. Und Licht im Dunkeln. Und Glas des Verstandes. Den Schädel haben wir auch drin, gell? Mhm. Gut, dann brauchen wir noch Säckchen des Wurfes, Licht im Dunkeln, Glas des Verstandes. Oder das Glas des Verstandes, das war das, was ich eben hatte. Und das war gar nicht die Fäulnis des Todes. Das kann okay, auch also der Typ ist aber auf jeden Fall hier. Der Geist. Ja, das wissen wir. Im Haus. Ja. Er hat aber auch schon woanders was rumgefuckt. Der ist halt genervt, dass wir so lange brauchen. Könnte sein. Ich wäre auch genervt. Also bei dem Licht im Dunkeln würde ich ja eigentlich denken, dass es vielleicht irgendeine Kerze ist, aber die ganzen Kerzen, die hier sind alle fest. Die sind fest verwachst. Richtig. Werf mal Benzin habe ich reingeworfen, Benzin zählt nicht. Hm. Wäre auch ein Licht. Eine andere Weise vielleicht. Glas des Verstandes. Das ist ein Gehirn in dem Glas, was ich reingeworfen habe. Jetzt check ich's. Und es ist Glas des Verstandes gewesen. Weil jetzt, wo ich es so überlege, macht Sinn, dass das ein Hirn ist. Also braucht man noch Fäulnis des Todes. Licht im Dunkeln. Ja. Fäulnis des Todes. Säckchen des Wurfes und Licht im Dunkeln. Das ist ja eine Lebensaufgabe, das zu machen. Oh ja. Yeah. Ich dachte doch irgendwie, dass es ein bisschen einfacher ist, vielleicht. Und das Gefühl, ich laufe auch immer noch auf der gleichen Stelle rum. Ich glaube, ich bin richtig, wie sagt man, richtig gut zu gebrauchen hier. Hm. Habt ihr das jetzt alles reingefuckt, oder? Ja. Okay, also mach die Rose rein. Hey, der ist auf der Leerderkessel. Wieso ist denn der Kessel leer? Wie leer? Ja, bei mir müsst du ihm, der ist ja, der blubbert nicht mal. Hey, du hast ihn kaputt gemacht. Ich bin gerade hier hin und die. Oder darf man die Sachen nicht vorher reinwerfen? Das kann auch sein. Jetzt habe ich nämlich reingeworfen, jetzt passiert nämlich nichts. Er blubbert auch nichts mehr. Nix mehr. Wir fangen nochmal von vorne an. Wir müssen alles vor den Kessel werfen und dann wahrscheinlich nacheinander. Oh. Okay, ich habe die Hose jetzt eingefuckt. Ist das eine Scheiße? Oh, ich glaube, es ist ein Jurei. Ja, wenn der aber nicht mehr blubbert, der Kessel, den Kessel ist so nichts mehr drin. Ja, deswegen müssen wir ja neu anfangen. Wahrscheinlich darfst du es nicht einfach irgendwann reinwerfen. Du musst es wie beim Kochen machen, nacheinander. Und dann nach Reihenfolge wahrscheinlich? Na, Reihenfolge glaube ich nicht, weil die wissen wir ja gar nicht. Ja, das kannst du ja nicht wissen, weil du musst ja gucken. Weil du weißt ja überhaupt nicht, welches du wo kriegst und was halt wie. Also das glaube ich nicht, dass wir eine Reihenfolge brauchen. Aber ich denke einfach, dass wir haben zu viel Pause dazwischen gehabt vielleicht. Dass es dann einfach. Oder sei bloß ein Bug. Kann auch sein. Also, mal so raus, abfahren, nochmal neu rein. Genau, ich würde sagen, und dann einfach die Sachen alle hinlegen davor. Und dann reinwerfen. Wir wissen ja, wo die Sachen sind. Ich weiß also, überhaupt nichts! Also, ich doch, die Rose, wie ist denn noch? Ja, die Rose. Oh Mann, ist das eine Scheiße. Ich dachte, wir huschen hier schnell durch. Mit Shade! Und nicht reinwerfen in den Topf, David. Wir sammeln die Items vor dem Topf. Weil wir müssen nämlich doch in der Reihenfolge reinwerfen. Warum, woher willst du das wissen? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, Limo hat gemeint, dass du halt von
Tanglewood aus die Sachen machen musst und dann halt in der Reihenfolge. Ja, gut, das kann man ja auch nicht. Ja, wegen dem. Wenn du beim zweiten Camp, das zweite Camp kommt ja zum Schluss so gesehen. Der Kessel ist ja davor. Wo war denn jetzt hier der Frosch? Am Eingang, auf dem Tisch, direkt. Welchem Tisch? Gleich, wenn du reinkommst. Komm rein. Hier auf dem Tisch, da. Ach hier, ich dachte vorne am Tisch. Und der hier Frosch ist da oben. Ach siehst du, den Frosch hatte ich vorhin so schon dran gehabt. Das war das Gehirn. Den habe ich vorhin schon rumgeworfen, den Frosch. Wir reihen die Sachen auf, also erst den Frosch nach links, dann das rechts, das Gehirn so gesehen in Glas und dann immer so weiter, von links nach rechts. So. Den Frosch hatte ich schon sogar in der Hand, den habe ich sogar rumgeworfen. So, dann das hier. Vor allem, das soll der C des Froschs sein. Ich weiß nicht, wo das ein C ist, das ist ein ganzer Frosch. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber gut. Sack of Bean ist anscheinend... Ach, das sind die ganz kleinen Dinger, diese blauen, roten. Die Säckchen, die du werfen kannst hier. Ich hab die Augen, wo kommen die Augen hin? Rechts davon. Gleich daneben, warte, hier. Guck mal, die brauchst du. Da brauchen wir. Was sind das? Ach, das sind die Säckchen des Wurfes. 3 Stück. Ah, wow, Säckchen des Wurfes, Alter. Wir reihen die auf, also von links nach rechts machen wir jetzt. Okay, gut. Ist aber trotzdem dumm, wie willst du was erkennen? Es ist doof, also. Gut, da musst du halt irgendwie am Tag später erst oder so spielen und halt dann rausfinden, was andere schon wissen. Naja. Gut, danach kommt dieser Screaming Skull, also was auf diesem Holz ist, und dann kommt die Rose. Wo ist denn der Skull nochmal? Siehst du, ich hab alles vergessen. Okay, ich muss gucken, scheiße, wo bin ich jetzt lang gelaufen? Oh, wo ist denn jetzt rechts hier? Ob ich hier richtig? Ich habe einen geilen. Die Map ist größer als Ach ja, ich bin richtig, ja. Wie heißt größer als Sunny Meadows? Ach, oh mein Gott, guck mal. Du kannst hier manche Äpfel sammeln, das sind wahrscheinlich die... Oh mein Gott. Ich hab sogar einen Knochen gefunden. Die Äpfel habe ich ja eben auch gesagt, aber Äpfel brauchen wir ja nicht. Weiß ich nicht, weil er welche eingesammelt hat. Das sind diese Death Rock. Dreimal brauchst du die. Also der Knochen ist hier genau vorm Stein. Säulen ist des Todes! Die Äpfel... Oh Gott, ist das dumm. Halleluja. Wo sind denn die Äpfel nochmal? Ach, hier. Kannst du auch einen mitnehmen? Ich kann nur 2 mitnehmen. Ich bin gerade hier, wo ist die Rose? Hier hab ich schon. Achso. Also einen Apfel brauchen wir dann noch. 3 Stück brauchen wir. Genau, und ich habe 2. Wo werfe ich die Äpfel hin? Rechts von allem, oder? Die kommen vor dem Leib, also ganz nach rechts. Also neben den Augen. Ja, pack erstmal neben die Augen. Die rollen weg, die Äpfel, das ist doof. Ach, dann haben wir alles. Na gut. So, die Äpfel liegen am Baumstamm. Es tut mir leid, die sind immer weggerollt. Alles gut. Ich hab die Schüssel, also wir haben alles. So, warte, ich bin dann Stamm mit der Rose. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Schön. Aber bei Fäulnis ist es tot. Es muss doch erstmal auf den Apfel kommen. War auf dem Bild ein Apfel drauf? Das weiß ich schon gar nicht mehr. So, wo willst du die Rose nehmen? Ja, gleich neben den Augen. Ah, nee. Neben dem Screaming School. Wenn wir wissen, wo der ist. Wo ist er? Wo ist der denn? Der war doch bei dem anderen Lagerfeuer. Ja, hier vorne. Wo? Oh Gott. Ich hole schon, alles gut. Oh, der ist sogar hier hinten. Oh, wie cool. Der Geist? Mhm. Okay. Er hat gerade ein Zelt geöffnet. Der kleine Miese. Dann machen wir das jetzt schnell fertig, bevor er uns kaputt macht.
Na, 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 na. Uns fehlt noch ein Apfel. Ach ja. Hm. Ich hab doch gesagt. Ach, ne, ich glaube nochmal. Ich weiß, wo die Äpfel sind. Ich hoffe. So, nimm das dahin. Dahin. Nein. Nimm noch einen vierten Apfel mit. Man weiß ja nie, ob David Hunger bekommt. Der heiße Pupsnäschen? Ja. Ach, hier hinten sind die Zähne. Hier ist Apfel. Da. Gut, dann ich schmeiß alles rein. Sind die verfault genug, die Äpfel, oder braucht man einen graueren Apfel? Oder gehen auch grüne Äpfel? Ich guck grad mal, warte. Sonst guck ich nochmal. Ja, du kannst nicht alle Äpfel aufsammeln. Bring noch einen richtig schönen grauen mit. Ich weiß gar nicht, ob du verschiedene Farben möchtest. Ja gut, ist ja hier. Okay, wir haben's. Warte, ich bin gleich da. Ich möchte dabei sein. Ja, alles gut. Ich komme. Hui, hallo. Und ich schmeiß alles rein eben. Okay, dann mach. Eins. Zwei. Nein. Daneben. Das ist aber jetzt nicht reingeplumpst. Was war das? Ein Ei. Ein Auge. Also ein Auge. Ja. Egal, wird schon platzen. Ich sehe es aber auch nirgends. Ja, wir machen es nochmal. Hier. Machen weiter. So. Jetzt hat ihr daneben geworfen. Wie geht das? Mach den dritten. Ups. Oh. Die Zähne noch da hinten. Oh nein. Zählt das bitte? Nee, doch. Ja, das zählt. Wie cool. Oh, bitte lass jetzt aber nicht an. Oh. Ich glaube nicht. Oh, hübsch. Guck, das ist ein Herz. Nee, das ist kein Herz. Ach, das ist ein. Das ist geil. Ah, geil. Cool. Davon lass mal Fotos machen. Hat sich ja voll gelohnt. Du hast Fotos gemacht, da kannst du das Discord stellen. Wie cool. Okay, dann können wir jetzt abfahren, oder? Der bleibt sogar. Ist der Himmel voll rot. Mhm. Na gut, dann fahren wir jetzt. Wie geil das jetzt aussieht, guck mal. Ja. Yeah. Oh, cool. Und wenn du noch den Mond da so im Hintergrund hast? Ich glaube, es ist ein Reitschuh. Geh auf Mare. Hoffentlich passt alles. Bitte, bitte, bitte. Pass auf, jetzt kriegen wir es, Limo und ich kriegen es und David kriegt nicht, weil er nichts reingeworfen hat in den Topf. Ich gehe auf Koyo. Oh, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Ja, ziemlich auch. Das müssen wir nochmal machen. Dann war das Spiel gelöscht. Moroi.